jetzt schon wieder. Der Dietrich, das einzige Item, das ich den ganzen Run im Inventar hatte. Ja, es wird bei mir wahrscheinlich ähnlich sein. Oh Gott! Logo, was macht er jetzt? Yo! Zu langsam benutzen. Nein! Ah, was drücke ich denn? Ah. Meine Güte! Ja. Ist gerade ein schlechter Moment. Um Himmels Willen. Wie viele Raketen hat der denn bitte? Genau. Jill überlebt das. Jetzt hat Nemesis eine Bum-Bum. Kabum. Wer versorgt ihn bitte? Der Waffenschmied? Lass mich raten, wir müssen den... Ah, wir müssen den Kopf zum Rollen bringen. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu uns. Hast du diese Hightech-Waffe nicht gesehen? Die produziert Raketen intern. Ach so. Jim's Krabs. Nein, nicht Jim's Krabs. Nein, mein liebster Krammshop. Ja, super. Ja, ich bin so dumm. Ah, was soll ich denn? Man hätte ihn abmontieren sollen. Man hätte ihn abmontieren sollen, auf jeden Fall. Oh, da. Mhm. Ach nie. Das war ein... Nein! Ich will nicht auf einfacher stellen. Lass mich raten, ich gehe hier hoch und dann muss ich einfach nur ganz schnell zurück. Richtig? Da rollen Köpfe auf Schnieke. Mhm. Okay, das sieht schon richtig scheiße aus, ne? Stars. Rechts, links, rechts, links. Ich vergesse das immer. U-Bahn-Station. Rechts rum. Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lauf, Jill! Ja, danke, Carlos. Super, jetzt verlaufe ich mich nicht. Ja, genau, mit dem Raketenwerfer auf eine Tankstelle draufschießen oder was? Bist du bescheuert? Ist ihm egal. Ist ihm egal. Fass mich nicht an. Er denkt nicht nach, nein. Los!
Genau, den kann man auch gut vergessen. Nein, 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 Carlos. Komm schon, nichts mehr raus hier. Meine Fresse. Ich habe keine Munition mehr. Mit dem Kopf durch die Wand. Gute Idee von Carlos. Dankeschön für den Clip. Oh Mann. Hat aber schon einen Knackarsch. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Wieso ich? Die Welt geht unter und Schnieke klotzt auf Ärsche. Ja, natürlich. Also wenn ich sterbe, dann bitte mit einem schönen Ausblick. Das, was du gerade meintest, wenn du stirbst, dann wenigstens an einem guten Sushi und ich halt, indem ich einen Knackarsch sehe. Ja, Frau muss Prioritäten setzen. So sieht's nämlich aus. Was ist mit dir? Werde ich die Bahn nicht nehmen. Was? Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Ach, Nick Carter. Hallo. Du kommst schön mit. Wie schon gesagt, ich brauche einen Lichtblick. Du kannst mich nicht mit dem komischen Russen alleine lassen. Ach, der sitzt im Wohnzimmer. Das ist egal. Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. So sieht es nämlich aus. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bart finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Wie gefällt euch eigentlich das Jill Valentine-Emote? Sollen wir das drin lassen? Mit was? Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Der ist bestimmt in der Kanalisation und von den komischen Viechern gefressen worden. Oh. Du lernst. Ätzend. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Ich Abfahrt. Weiß nicht. Oh, diese kleinen Blicke, die sie sich jetzt noch austauschen. 29. September, 2.11 Uhr, U-Bahn-Wagen. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Komisch. Was war das? Ja, natürlich. Hi. Ja, hast du mich vermischt? Nein, lass es. Komm. Hast du mich vermischt? Ist nicht hinter mir her. Oh, du Penner. Ach nö. Ach man, der einzig sympathische Russe in diesem Spiel. Übrigens wegen dem Oberteil Jill ist da eingeschweißt worden. Das ist hauteng. Mhm.
29. September, 2.34 Uhr, Westtor des RPD. Her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ey. Nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Ja, natürlich ist sie ganz anders. Sie sind immer ganz anders. Boah, was für flache Dialoge. Ich liebe es. Ja. Okay, ah, jetzt müssen wir... Kopf, Romeo. Jetzt spielen wir ihn. Und ja, Jill ist wirklich cute. Ich mag Jill auch total gerne. Weil sie ist niedlich, sie hat aber richtig was auf dem Kasten. Hallo, Amenity. Einen wundervollen guten Abend. Ja. Du kommst auch erst nach 4,5 Stunden dazu. Ich hoffe, dir geht's gut und die Schnieke des Tages für dich. Hast du manchmal Langeweile? Ich komme mit der charakterflachen Art nicht klar. Es ist hier einfach ein Action-Horrorspiel. Da darfst du nichts erwarten. Zombies. Ah, ich kann nicht auf den Leichen rumtrampeln. Schade. Hast du keine Taschenlampe, Carlos? Ach, bitte. Ohne Witz. Warte. Nee. Sorry, ich brauch seine Standardfrisur. Ich kann ihn so nicht ernst nehmen. Guckt ihn eh. Wischmob. Obwohl ich nicht weiß, warum du dich bei Carlos für die Pinselfrisur entschieden hast. Weiß ich nicht. Nick Carter und so. 90er. Backstreet Boys. Mob. Sag ich doch. Mob. Mob, Mob. Red, halt! Die. Das ist interessant. Also ich hatte, glaube ich, seit Jahren keine Langeweile mehr. Ich hatte immer irgendwas zu tun. Tut leid. Seit wann können die reden? Das hat er sich jetzt auch gerade gefragt. Seit wann können sie reden? Was? Mist, verschlossen. Nur nochmal zur Erinnerung, ich habe nie den dritten Teil gespielt, ne? Bleib bei der Tür. Ich erledige den hier. Komm doch her! Ex-Sternchen. Tja, und infiziert. Ach, warte. Jetzt weißt du, wie und warum Marvin verletzt ist, wenn Lian ankommt. Ja. War das im zweiten Teil? Weil den zweiten Teil habe ich auch nicht gespielt. Oder war das im sechsten? Ich weiß es gerade nicht. Spiel Resident Evil 2 und 3 zur gleichen Zeit. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ohne Witz, ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Also ich kenne ein paar Ausschnitte und also ich habe hin und wieder mal Streams gesehen. Deswegen einige Sachen aus, jetzt wollte ich Assassin's Creed sagen. Aus Resident Evil 2 kenne ich, aber nur Ausschnitte. Das ist kurz vor Braindead. Da stammeln die doch meistens Brokkoli. Achso. Das hättest du besser nicht gesagt. Nein! Terra! Nein! Resi kostet doch 20 Euro auf Steam. Hör auf! Nein. Reicht das nicht, dass ich hier schon gequält werde? Ich auch nicht. Also lernen wir alle. Ja, Chris, das ist richtig. Nur, dass ich hier als Einzige leide. Ja, man findet diesen Polizisten, der gerade gebissen wurde, wenn man in Resident Evil 2 in die Station reinkommt. Tada! Das weiß ich nämlich. Das habe ich irgendwo mal gesehen. Wo ist der Kopf hin? Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Ich irgendwie mit dir. Ja, aber nur weil du dich totlachst. Ich dachte, das ist eine Rettung. Was? Eine Rettung? Wer sagt denn sowas? Sieh dir das an. Ach komm, Lara, du schlägst dich doch super. Ich finde, man kann Resi 2 direkt anhängen. Carlos, beweg deinen Arsch hierher. Ey. Nur weil ich einen Arsch habe, heißt das... Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen.
Also ist diese Such- und Rettungsmission eher... Amenity, wenn du richtig lachen willst, dann guck dir mal bitte den, ich glaube, vorletzten Clip an. Da habe ich geschrien. Nicht wegen dem Spiel. Er ist halt so fies. Obwohl ich ein großer Leon-Fan bin. Das war auch unfair. Das war richtig unfair. Speichern. Wir machen mal einen neuen Speicherstand. Du machst das toll fürs erste Mal. Das ist super. Das ist, genauso, ist es genauso schön für dich wie für mich? Ich genieße es. Es tut ein bisschen weh, aber es ist wie ein Pflaster. Einfach schnell abreißen. Schaffst den zweiten Teil auch. Ja. Lass mich erstmal den dritten Teil fertig machen. Ne? Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie. Voll seltsame Tür. Hey, dann mach am Montag angespielt mit Titanfall und da wirst du auch lachen. Und was? Und da wirst du lachen können. Titanfall? Hm. Mal gucken. Das Coole ist, ja, ich habe Montag frei. Hm. Also, cool, dass ich frei habe. Uncool, aus welchem Grund, aber Montag habe ich frei. Das heißt, wir können sogar Sonntag länger spielen. Und für 20 Euro kann man sich, sonst kostet das 60. Ja. Wer ist Leon? Leon ist ein Polizist im RP, also im RPD. Und Protagonist im zweiten Teil und im vierten Teil. Deswegen, ich kenne Leon halt aus dem vierten Teil. Und sehr lustig, also eigentlich ja nicht so, aber sehr lustig, sein erster Arbeitstag im Raccoon City Police Department ist der Tag, wo der Virus ausgebrochen ist. Deswegen war sein erster Tag irgendwie scheiße. Der Virus, der ein Anagramm zu Raccoon ist. Der T-Virus? Oh, nein! Stimmt! Oh mein Gott! Ich sehe es gerade. Das ist mir nie aufgefallen. Raccoon. Setzt mal die Buchstaben anders zusammen. Ist ein aktuelles Thema. Man nennt es auch Corona. Ohne Scheiße, das ist mir nie aufgefallen. Und im sechsten, wenn man ein Szenario spielt. Ja, und das Leon-Szenario fand ich sogar richtig gut. Weil das war schön rätsellastig. Das war richtig geil. Ich mochte das. Das von Ada habe ich nämlich nicht kapiert. Da habe ich auch aufgegeben. Ich glaube, da war ich auch einfach zu müde. So, ich wollte gerade Chris sagen. Nein, so. Viele Charaktere kenne ich übrigens auch nur deswegen, weil ich glaube, ich habe den ersten... Ich habe den ersten... Den ersten Roman von... Dings hier gelesen. Das ist ja der, der den ersten Teil sozusagen erzählt. Die Romanreihe übrigens mega gut. Ich mag die total gerne. Für Leute, die auch mal so Gaming-Bücher lesen möchten. Liest sich ziemlich cool, auch wenn es sich anfühlt wie eine Komplettlösung. Wir alle lernen leider leiden und feiern zusammen. Was? Wir alle lernen leiden. Ach so, wir alle lernen leiden und feiern zusammen. Ja, ja. Teil 6 können wir zusammenspielen. Ja, den habe ich mal angespielt. Im Single-Modus finde ich ihn jetzt nicht so geil, aber ich glaube... Oh Gott, meine Brille drückt gerade mega. Aber ich glaube, im Multiplayer ist der richtig geil. Da rockt der bestimmt. Ist hier noch was? Nein. Gut, hier ist auch nur so eine komische Tür. Ja gut, dann kann ich wieder runtergehen, ne? Dass sie alle mal die Treppen so komisch runterlaufen. Na.
so ein bisschen Ruhe tut.